Ein herzliches Willkommen zurück zu Resident Evil 2. Ich musste nach diesem kleinen Fauxpas, was da in der Zelle passiert ist, einmal eine kurze Pause machen. Das war mir schon wieder zu viel. Denn wir haben jetzt eine große Menge an neuen Gegnern, die auf uns zukommen werden. Wahrscheinlich Nemesis, höchstwahrscheinlich Nemesis. Der arme Mann, der zerquetscht ist. Hey, sein Auge sieht gar nicht mehr so schlimm aus. Lüge, eben sah dein Auge richtig ekelhaft aus. Jetzt sieht es einigermaßen normal aus. Frechheit. Was in aller Welt? Ja, so schlimm sieht das gar nicht aus. Sein eines Auge ist doch richtig rausgeploppt gewesen, oder nicht? Ich kann da nicht rein! Lass mich rein! Lass mich rein! Okay, wir dürfen nicht rein, schade. Was ist denn das? Werkzeug. Habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Ein Dokument. Der Schaltschrank ist defekt. Könnte sich die zuständige Person schleunigst darum kümmern? Dürfte zwar allen bekannt sein, aber da der Schaltschrank höllisch alt ist, brauchen wir Schaltschrankteile, die nicht mehr hergestellt werden. Im Transformatorraum müssten noch ein paar herumliegen. Nachtrag. Mir wurde gesagt, dass im Transformatorraum nur noch eins dieser Schrankteile liegt, dieser Schaltteile liegt. Der Typ, der die Glocke des Uhrenturms reparieren soll, müsste noch eins haben, also nehmt es ihm. Ich meine, bittet ihn höflich darum. Ja, höflich darum beten, das klang aber nicht so. Wer auch immer möchte, dass das ganz schnell repariert wird, der möchte, dass wir das Teil klauen. Jo! Ist der Typ von letztens. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir eventuell gleich auf noch irgendwas viel Schlimmeres treffen, als wir uns vorstellen könnten. Und das möchte ich nicht. Ich möchte Nemesis nicht treffen. Wenn Nemesis im Hintergrund. Ich meine, ich bin ein großer Fan davon. Ah, Mann, ey! Du Arsch! Also, ich bin ein großer Fan von ihm. Aber ich will nicht unbedingt gegen ihn kämpfen. Ich bin doch froh, dass er existiert. Das reicht mir dann auch schon wieder. So, da vorne ging nicht lang, oder? Moment, da muss ich mal ganz kurz gucken. Habe ich letztes Mal nicht geguckt, oder? Nee, das geht nicht. Also müssen wir doch bei der Tiefgarage lang. Und wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, vielleicht einen Schlüssel oder so zu finden für die Zellen. Damit wir dahin können, wo der Typ liegt. Also, wo die Leiche von ihm liegt. Er hat ja die Schlüsselkarte, die wir brauchen. Hier waren wir letztes Mal drin. Hier ist nichts. Ich hoffe, hier kommt nicht schon wieder ein Hund. Bei mir hängt ein Haar im Auge. Das gefällt mir gar nicht. Bitte nicht nerven. So. Okay. Wow, wo auch immer ihr seid. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich habe keine Leckerlis. Einfach Licht angelassen bei dem Auto. Was war das? Boah, da, das Auto, da sehe ich mich. Das ist schön klein. Das sieht so richtig niedlich aus. Wer braucht schon die neuesten Wagen überhaupt oder sonst irgendwas? Wer braucht schon so einen fancy Polizeiwagen oder hier so eine Karre? Nee, wie nimmt dieses Auto? Und damit hauen wir ab. Müsste nur eine andere Farbe haben. Vielleicht richtig neongrün, so richtig hässlich dazu. Damit alle, die an die vorbeifahren, sich richtig schon aufregen darüber, was du an Geld verschwendet hast für dieses Auto. Oh, mein Spiel leckt gerade. Wieso leckst du? Und was hast du geladen, dass du gerade geleckt hast? Wir gehen da lang. Ich sehe es gar nicht ein, den offensichtlichen Weg zu gehen. Warum ist da ein Schacht? Und warum höre ich Knurren? Oh, wir sind genau neben dem Zwinger. Oh, ich hoffe, die Zwinger ist abgeschlossen. Ich will nicht in die Tür. Oh, Kraut. Ah. Rette mich, Kraut. Blaues Kraut. Wofür war nochmal blaues? Ich weiß es nicht. Ich habe es einfach gemischt. Ich glaube, das war gegen Gift. Oh nein. Sie sind offen. Was ist das? Schießpulver. Oh, sie sind offen. Wir haben nicht Glück, dass da noch eine Leiche drin liegt oder so. Ich habe das Gefühl, wir treffen gleich was, was ich. Oh! Dich habe ich gar nicht gesehen. Oh, hallo! Hallo, Wauwau. Oh, ich will mich immer hinhocken. Das geht nicht. Willst du ein Leckerli haben? Ja? Willst du ein Kugelleckerli haben?
Tja, raus kommst du nicht. Haha. Kannst mir nichts. Ah, du kannst mir auch nichts. Oh Gott, da sind drei. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass sie da vielleicht raus könnten. Also glaube ich, erschieße ich sie lieber. Nur mal sicher. Falls die sich rausarbeiten können, müssen wir dann nicht damit uns ablagen. Ey. So, falls die da rauskommen irgendwie, dann haben wir das Problem nicht mehr. Oh, ich habe schon wieder irgendwas gehört. Ich will nicht. Was ist hier eigentlich? Ist das Mehl? Ah, Animal Feed. Animal Feed? Soll das nicht Food sein? Warum steht da? Warum steht da das so? Warum steht da Feed? Warum Animal Feed? Das ist eine schlechte Art, das zu schreiben. Hey Jo, hast du ein bisschen Animal Feed gekauft? Hallöchen. Niemand zu Hause? Gut, finde ich sehr gut. Autopsiebericht Nummer 53477. Name des Verstorbenen. Justin Hansen, männlich, weiß, 39 Jahre alt. Beobachtung. Vom Personal tot im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden. Hände aufgrund der Leichenstarre zusammengeballt. Sollte bald nachlassen. Wahrscheinlich nach Lösung des Lichts verstorben. Lösung des Lichts verstorben? Ah, nach Löschung des Lichts verstorben. Was? Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Licht wurde ausgemacht abends und dann ist er gestorben, oder was? Der Verstorbene war ein Kleptomane, der mehrmals in Haft saß. Unglaublicherweise klaute er sogar im Gefängnis weiter, wobei das nur seiner klinischen Diagnose entspricht. Wurde der Mann eingesperrt wegen Kleptomanie? Hätte er denn nicht einfach an Psychiatrien oder Psychologen weitergeleitet werden sollen und nicht bestraft dafür? Ich meine, Kleptomanie ist ja eine Krankheit. Dafür hätte er doch gar nicht eingesperrt werden sollen. Das ist ja bescheuert. Ich meine, natürlich darf er nicht stehlen, aber der Mann hätte... Oh, da sitzt ja jemand. Hallo? Kannst du meine Schuhe putzen? Hier, du hast so schön Blut an der Hand. Ich habe gehört, mit Blut geht das alles besser raus. Leider nicht. Kommen wir nicht durch, ne? Was ist denn das? Ah, mit dem Werkzeug können wir das benutzen. Kommt auf der anderen Seite gleich ein Monster, wenn ich das mache, oder? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich habe echt das Gefühl, die Hunde wären aufgetaucht, wenn ich das gemacht hätte. Also, was rede ich denn da? Ich habe echt das Gefühl, die Hunde wären aufgetaucht, nachdem ich es hochgemacht habe. Oder die taufen noch auf, wenn ich irgendwie irgendwo Strom anmache oder irgendwas derartiges. Bestimmt kommt das noch. Gut, dass wir die getötet haben. Denn gegen die Hunde will ich nicht kämpfen. Die machen mir Angst. Die fand ich damals schon am gruseligsten. Verpacktes Elektroteil. Sehr schön. Wir haben eins. Fehlt noch ein zweites, das wir klauen sollen. Habt ihr das gehört? Gibt's da noch einen Hund? Da ist auf jeden Fall noch ein Hund. Ist der draußen? Wo kommt der her? Ich habe ein bisschen Angst, dass die durch die Schlitze da kommen können. Durch die Schächte. Ich höre den doch draußen, aber da kamen wir doch gerade her. Da war doch nichts. Oder irre ich mich? Boah, ich... Ey, da ist Kraut. Ich höre die ganze Zeit Geräusche, ne? Wo kommt das her? Ich habe mich doch um die Hunde gekümmert. Das hört sich anders, als ob der Hund auf dem Rückweg auf uns wartet. Oder ob der oben wäre. Entweder draußen oder oben. Ich verstehe es nicht. Ich will es gar nicht verstehen. Ich gehe ja schon. Hunde, wir können in Frieden leben, okay? Ihr müsst mich nicht angreifen und ich muss euch nicht angreifen. Okay? Oh, es hat gespeichert. Und dann müssen wir was... Wir müssen echt Strom anmachen. Da kommen bestimmt gleich im Zellentrakt die ganzen Zombies raus. Da hätte ich die mal erschossen. Die kommen bestimmt raus und die Hunde wären rausgekommen. Was ist denn dahinter?
Boah, ich hätte die Zombies töten sollen. Naja, ich würde es ja jetzt noch machen, aber nö, sehe ich jetzt nicht mehr ein. Jetzt sind wir schon hier. Jetzt haben wir uns das hier eingebrockt. Jetzt baden wir es auch aus. Automatisch speichern war da, falls wir das nicht hinbekommen. Aber wir haben Leon. Moment. Wie viel Schuss haben wir noch? Ah, nur 3. Okay, das lohnt sich nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass vor der Tür mich jetzt ein Hund erwartet. Ich will nicht rausgehen. Wieso höre ich das die ganze Zeit da? Was soll das? Ich höre das doch neben mir. Wo kommt das Knurren her? Ist das dahinter? Kann das sein? Nee, da waren wir doch auch schon drin. Ich verstehe es nicht. Wo kommt dieses Knurren her? Sind das einfach eingebaute Sounds hier auf der Map? Ne, die sind noch zu. Ich glaube, ich habe nur die Zombiezellen aufgemacht. Ich habe echt ein bisschen Angst, gerade wenn ich ehrlich bin. Ist das ein ekelhaftes Setting hier? Ich vermisse die Polizeistation. Ich vermisse sie. Hier waren wir auch noch nicht. Oh, ich vermisse die Polizeistation so sehr. Hallo? Erstmal lesen. Beim Lesen sind wir sicher. Entsorgungsnotiz. Zu entsorgendes Objekt. Schlüssel für Einsatzwagen. 7439. Details. Verborgener, unbrauchbarer Schlüssel, mit dem man aber noch per Tastdruck Türen und Kofferraum des Wagens öffnen kann. Oh, ich hoffe, der wurde noch nicht entsorgt. Dann könnten wir vielleicht Loot aus dem Kofferraum bekommen. Aber eventuell... Wollen wir die Dose aufmachen? Nee. Aber eventuell könnten wir damit auch ein Problem haben. Und zwar, dass wenn wir das aufmachen, Alarmanlagen angehen könnten oder so. Ich hoffe, das wird nicht der Fall sein. Eine Nachricht von Mr. Raccoon. Ach, wie süß. Hallo Jungs und Mädels, hier ist euer Freund aus dem Raccoon City Zoo. Schön euch zu sehen. Heute möchte ich über etwas reden, das mir sehr am Herzen liegt. Ihr kennt doch meine beliebten Mr. Raccoon Figuren, oder? Also ich habe gehört, dass einige böse Kinder sie mir für Schießübungen benutzen. Aber das macht mich sehr traurig. Liebe kleine Kinder würden doch nicht so gemein sein, oder? Das ist nämlich total mega gefährlich. Also lasst das bitte schön bleiben. Wir sehen uns im Zoo. Mr. Raccoon over. Kinder haben Schießübungen gemacht? Oder wurden die Polizisten als Kinder bezeichnet? Sehen wir da vorne, wie letzte Raccoon kommt? Oh, da liegt jemand. Können wir hier rüber? Du bestimmt hier rüber. Da liegt was. Ihr lebt aber nicht mehr, oder? Lebst du noch? Sag mal, was hast denn du für Haare? Das sah gerade aus wie raufgeklebt. Patronen. Ja, Flintenpatronen auch noch. Die können wir gut gebrauchen. Und was ist das? Ach, für die Schießübungen. Ah, das ist ja cool. Mit so einem kleinen Zettel geben die uns einen Tipp, dass wir die Sammelfiguren zerstören sollen. Dann gibt es bestimmt noch mehr. Oh, der Schlüssel. Guck mal, den hätten wir doch im ersten Bereich auch schon finden können, oder? Das war doch ein Zeichen im ersten Bereich auch. Oder irgendwo in der Nähe vom ersten Bereich. Ich hoffe, wir haben noch eine Chance, den zu finden. Weil wenn nicht, dann können wir da nicht rein. Und ich würde da gerne reingehen. Es ärgert mich immer noch, dass wir da rausgeworfen worden sind mit der Tür. Ich hatte gehofft, wir können nochmal zurückgehen und uns nur kurz angucken, aber leider war das nicht der Fall. Dass man die Hunde noch knurren hört, das sind doch gar keine Hunde mehr. Wir haben doch die in Käfigenbahn getötet, da gibt's doch sonst keinen weiteren. Oder war da doch noch irgendwie ein Hund? Weil das Knurren habe ich auch die ganze Zeit in den Wänden gehört. Laufen die in den Schächten rum? Ist das damit so ein kleiner Hint?
dass sie in den Schächten halt rumlaufen. Deswegen waren ja auch überall die Schächte auf dem Boden. Ich kann mir das vorstellen, dass es daran lag. Ach, ich hätte echt die Zombies vorher umbringen sollen, bevor ich hier die Zellen aufgemacht habe. Ja, die sind bestimmt jetzt draußen, oder? Ach nee, warte, was habe ich denn sonst gemacht? Moment, wenn es das nicht ist, was habe ich denn sonst gemacht? Jedes Mal erschreckst du mich. Was soll das? Ich hoffe auch, die kommen da niemals raus. Was genau habe ich angemacht, als ich das angemacht habe? Komme ich hier jetzt rein? Nein. Was habe ich gemacht? Das sind ja dann anscheinend doch alle nur manuell mit einem Schlüssel. Ich dachte, vielleicht ist da auch so ein System von wegen... Oh, okay, ich weiß schon. Warte, bevor ich das mache... Ich glaube, ich bringe doch einfach die Zombies alle um. Weil wenn die rauskommen, das wäre blöd. Wenn alle gleichzeitig rauskommen, das wäre blöd. Auf dich habe ich schon lange gewartet, auf diese Gelegenheit, dich umzubringen. Darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Wo Papier da jetzt hängt. Jo. Oh, da hing da gerade wie so ein Hip-Hopper. Ich fängt an zu rappen, der Mann. Das war's, ne? Ja, sehen wir mal, ob die gleich alle wieder aufstehen oder nicht. So wie die Polizisten-Zombies, die 5-mal aufgestanden sind. Okay, es ist nichts passiert. Es ist eiskalt nichts passiert. Ist das wieder ausgegangen oder was habe ich verpasst? Oder itemsmäßig, wir haben die Box. Was auch, da steht wichtiges Objekt, aber ich weiß nicht, wofür das sein könnte. Wir haben noch das Zepter. Ob das uns was bringt? Wir haben auch noch Elektroteile. Ich weiß nicht, ob das alles von der ersten Map ist. Das Werkzeug haben wir schon benutzt. Ist auch nicht offen, oder? Nein. Wir gehen dann mal auf die andere Seite. Irgendwas habe ich da übersehen. Irgendwas. Ich habe ja was geöffnet, aber... Es ist ja nichts. Ja, die Türen sind nicht rot, grün geworden und... Es hat sich auch nicht geöffnet oder so, also nichts geöffnet. Ich schau mal, ob wir nicht irgendwas vergessen haben. Wir gehen nochmal nach hinten. Wir gehen nochmal zu dem Raum. Ich fühle mich jetzt ein bisschen sicher, hier rumzulaufen. Hier ist ja nichts. Nur das Knurren, was aus den Wänden kommt, aber da sind ja keine Viecher. Also ich meine, da sollten eigentlich Hunde sein, denn da sind noch ein paar, die offen waren schon von den Zellen. Das heißt, ein paar Zellen sind zurückgeblieben. Ein paar Hunde sind zurückgeblieben. Und ein paar laufen tatsächlich hier rum, aber wo sind die? Die müssen doch in diesen Schächten sein. Ich meine, der Schacht jetzt nicht, der geht dann auf die andere Seite. Aber die müssen in den Schächten sein. Ja, hier habe ich doch eben auch Knurren gehört, aber hier ist ja nichts. Ich verstehe es nicht. Ach, ich kann aufmachen. Ist der Hund in dem Schacht drin? Also in dem Kühlfach? Oh nein. Ein Toter ist hier drin. Hallöchen. Wie ist dein Name? Kann ich den lesen? Nein, okay, Henrietta, wir nennen dich einfach so. Du hast nichts, ne? Nein. Ach, wir müssen jetzt wahrscheinlich den Sicherheitsausweis finden, ne? Dass jemand anders hier noch hat. Hängt das fest? Ach, da ist gar nichts drin. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass wir vielleicht aufmachen könnten. Können Zombies eigentlich in dieser Kälte überleben? Ey, bei ihm kann ich irgendwas machen. Was kann ich bei dir machen? Ey, Peter, du hast einen Schlüssel. Dankeschön. Und ich habe keinen Platz für Schlüssel. Ah. Kann ich Heilung benutzen? Ich bin zwar gesund, aber kann ich nicht. Gut, was mache ich jetzt? Dann werfe ich, dann muss ich was wegwerfen. Den Schlüssel muss ich mitnehmen. Ja, ich weiß, wichtiges Objekt wegwerfen. Wegwerfen will ich eigentlich auch nicht. Okay. Ah! Oh! Ah! Riss! Granate! Ich muss hier sowieso loswerden. Platz! Das war echt cool. Das hat Spaß gemacht. Hier mit der Blendgranate zu erschießen. Sag mal, kannst du sterben? Da habe ich mich erschrocken gerade.
Du Penner! Die ganze Zeit lebst du nicht? Und dann, wenn ich was wegnehme von dir, dann beschützt du alles. Bist du Gollum oder was? Du musst deinen geliebten Schatz beschützen. Was soll denn das? Ich würde gerne nochmal drauf treten. Leider geht das nicht. So kann man nicht treten in diesem Spiel. Jetzt habe ich noch 10 Schuss. Oh Gott, ich hoffe, wir brauchen nicht gleich irgendwas. Da ist auch nichts drin, ne? Nö. Wir haben jetzt nur den Schlüssel. Ach, hier ist er auch noch. Oh Gott. Hallöchen. Auch eine neue Blendgranate. Als ob ich nicht genug Sorgen hätte mit Platz. Gott sei Dank, da können wir kombinieren. Und hier? Da ist nichts drin. Bei Jacqueline vielleicht. Da ist auch nichts drin. Bei Jürgen. Jürgen, hast du was für uns? Mein Gott, sind das Rieseninsekten? Was ist das denn? Was ist das denn für Alienviecher? Was ist das? Das Kakerlaken sein oder was? Ich finde gut, dass Leon sich genauso erschrocken hat wie wir. Kraut. Aber wir können damit nichts anfangen, ne? Ich habe zwar noch Platz, aber ich weiß nicht, vielleicht sollten wir Kraut zurücklassen. Gut, ich kann es vorerst mitnehmen und sehen, ob ich das gebrauchen kann irgendwann. Wenn nicht, muss ich es halt wegwerfen. Das ist blöd. Aber passt schon. Brauchen wir bestimmt nicht. Ich meine, brauchen wir bestimmt. Dann können wir das bald benutzen. Und haben keine Verschwendung. Obwohl es ja auch irgendwie indirekt Verschwendung ist, wenn ich unbedingt möchte, dass wir das benutzen. Nur um es eben nicht mehr zu haben. Gott, dieser verdammte Zombie von eben. Ach, jetzt ist er auch wach. Nur weil wir den Schlüssel haben. Was soll denn das? Wenn ihr eben schon nicht gelebt habt, dann entscheidet euch mal. Oh, und ich schieß daneben. Könnt ihr euch nicht einfach mal entscheiden, ob ihr leben wollt oder sterben wollt? Komm schon. Und du bist nicht tot. Dein ganzes Gesicht ist weg. Wieso lebst du noch? Ist ja widerlich. Wir schlagen dir schon ihr Gesicht weg und die lebt trotzdem noch, die Dame. Das ist aber eine andere Art von Facelift. Die vielleicht nicht ganz so erwünschte Art. Nochmal rotes Kraut. Können wir das eigentlich zusammen kombinieren? Nee, können wir nicht. Was ist das? Ein Film. Jetzt muss ich ja doch das rote Kraut wegwerfen. Ja, dann weg damit. Ist okay. Habe ich das jetzt weggeworfen? Nein, habe ich nicht. Ja, werf weg. Ich muss den Film mitnehmen. Aber wir haben doch gar keinen schwarzen Raum mehr, um das. Also diese Darkrooms haben wir doch gar nicht hier. Können wir nochmal zurückgehen? Zur Polizeistation eventuell? Ist das möglich oder kriegen wir noch so einen Raum? Drei F-Locker. Spind in 3F. Ja, aber Spind in 3F? Kommen wir nochmal zurück? Es kann sein, dass wir nochmal zurückkommen. Das würde ja sonst gar keinen Sinn ergeben. Achso, ich wollte ja zu dem... Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ich wollte eigentlich da hinten hin. Aber dann müssen wir ja theoretisch wieder zurückkommen. Sonst würden wir ja keinen Film dafür bekommen. Och nö, wenn wir nochmal zurück in die Polizeistation kommen... Dann endet das bestimmt richtig schlecht. Also so richtig grauenvoll. Wenn es Nemesis gibt, dann treffen wir den bestimmt da. Oder wir treffen ihn so ganz episch, während es draußen regnet in so einem Megakampf in der Garage oder vor der Garage. Gott, ich hoffe nicht. Das wäre schon ganz schön früh. Das wäre dann ja gar nicht mehr so lange, bis er auftaucht. Okay, hier war kein Zombie, der aufstehen konnte. Sehr gut. Die Hunde hört man immer noch. Ich habe echt das Gefühl, langsam, die sind in den Schächten. Oder die sind über uns. Und der Sound ist nur ein bisschen komisch. Ach so, jetzt verstehe ich, was wir gemacht haben. Das darf nicht da über sein. Ich glaube, das muss beides genau auf dem roten. Kann das sein? Ja! Wir haben es falsch gemacht. Da ist ein Hund. Ist das da an der Zaunseite?
Wo kommst du denn her? Da war doch gar kein Hund mehr. Ich hatte sie doch alle getötet. Das war so klar, ne? Kaum macht man Licht an, kommen schon wieder alle an und wollen alle Aufmerksamkeit haben. Was ist denn immer los mit denen? Die sind immer schüchtern, wenn es dunkel ist. Und wenn immer Licht kommt... Oh, ich bin jetzt doch nicht mehr schüchtern. Ich bin ein Hund. Ah! Sag mal! Verdammt. Okay, ich habe nicht mehr viel Schuss. Das ist nicht gut. Okay, wir machen das. Ich hab... Hab ich mich erschrocken? Wo kommst du denn her? Du Ekliger! Der kam aus diesem verdammten Schlitz da unten. Wieso sind hier überhaupt noch Zombiehunde? Wo kommen die denn her? Das macht gar keinen Sinn. Oh Mann! Ich darf keinen Schuss daneben machen, sonst sind wir tot. Ich habe nur noch zwei? Drei? Ich habe insgesamt noch drei. Das ist gar nicht gut. Oh, können die aufhören, mich zu erschrecken? Ich wäre sehr dankbar dafür. Sehr dankbar dafür. Gott, ey. Verdammte Hunde. Oh, ich spüre mein Herz, wie es sich überschlägt. Oh, Gott, ey. Okay. Jetzt können wir wenigstens weitergehen, das ist gut. Hallöchen. Mr. Nemesis, sind Sie hier? Ah. Kein Rauchen erlaubt, also keine Raucherpausen gerade machen, ja? Immer schön aufpassen. Nemesis. Wo bist du? Sind wir wieder oben bei der Polizeistation? Ach, wir sind wieder in der Polizeistation, oder nicht? Kraut. Speichern. Ach, wir sind wieder... Aber wo? In welchem Abteil? Wir haben doch... Ich will ganz kurz gucken. Elektroteil. Ich muss erstmal ein Lager. Da ist das Lager. Ich dachte, ich wollte gerade gucken, ob es hier einen von den Räumen gibt. Diese Dingsräume. Die Räume für den Film, genau. Da wollte ich gucken, ob es die gibt. Ich habe nur leider keinen gesehen. Ich pack mal alles weg, was wir gerade erstmal nicht brauchen. Das lasse ich drin, weil das ist noch nicht abgehakt. Ich kann mir vorstellen, dass wir das brauchen werden. Das kann auch erstmal weg. Moment, bevor ich das wegpacke. Nehme ich hier noch die Sachen mit? Was ist das? Oh, Gott sei Dank, Munition. Aber Mag-Munition. Die geht doch gar nicht in die Pistole, ne? Nee, das ist für die Deagle, oder nicht? Oh, was sehe ich denn da? Dafür haben wir zwar Munition verschwendet, aber wir haben das hässliche Viech zerstört, was wir zerstören sollen. Diese kleinen Figürchen. Oh, Schießpulver. Sehr gut. Das können wir gleich kombinieren. Ja, Patronen. Und zwar welche, die wir auch benutzen können. Dankeschön. Oh, ich glaube, sonst hätten wir echt ein Problem gehabt, langsam. Kombinieren mit dem. Oh, dann muss ich das andersrum machen. Ey! Muss ich das reinziehen, um das kombinieren zu können? Anscheinend ja. So, Mag-Munition können wir erstmal verstauen, weil wir haben ja die Waffe nicht. Die hätten wir bestimmt aus irgendeinem Spind oder so bekommen. Das kann ich mir gut vorstellen und deswegen haben wir sie nicht. Was ist das? Ein roter Knopf? Oh, wir haben Licht angemacht. Nice. Wieso wird die Musik jetzt so? Und ich schieße daneben. Wir haben schon kaum Waffen. Kaum Munition. Gott, wo kommt ihr denn jetzt her? Wollt ihr auch bei der Party mitmachen? Würde ich jetzt auch wollen, wenn ihr nicht eingeladen wäre. Ich meine, hey, wir haben echt viel Spaß die ganze Zeit. Da wäre ich auch ein bisschen neidisch. Oh, mir fehlt das so sehr. Ich würde gerne nochmal rauftreten auf die Leichen. Wie in Dead Space. Weil, wisst ihr, so richtig schön die... Richtig schön die Eingeweide und so raustreten. Ah. Und das hängt dann wie Spaghetti an deinem Fuß dran. Ein Messer. Also an dem Schuh dran, nicht am Fuß.
Noch ein paar Snacks, diesmal nicht. Oh, ich habe noch ein Elektroteil, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich das wiederholen gehen. Aber eins haben wir noch. Oh, wir sind hier. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Lebst du noch? Ja. Wir sind da, wo der Polizist rauskam. Hör, du lebst ja immer noch. Wie hast du das überlebt? Hier sind wir also. Moment, dann hole ich doch nochmal das Zepter. Ah, wieso lebst du immer noch? Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Dann schieb wieder! Lass mich los! Leo, befreie dich doch endlich! Ah! Ich will in den Raum! Ich will in den Raum! Ich will in den Raum! Ihr könnt mich alle! Ich gehe in mein Safe Room! Nein, 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 ich will nicht! Wieso hat denn der jetzt doch wieder gelebt? Och nee! Wir haben doch gar nichts dafür! Wir haben keine Munition oder so dafür, um was zu tun! Brauchten wir ein Elektroteil für die Map? Ich weiß es nicht. Holzbretter können wir mitnehmen. Und das brauchen wir nicht. Das Zepter können wir mitnehmen. Das Kraut kann rein. Können wir irgendwas davon gebrauchen? Wir nehmen mal die Blendgranaten mit. Einfach, um uns zu schützen. Ach Gott, okay. Kritisch. Wir müssen jetzt daran vorbei und wir haben keine... Wir haben noch eine einzige Kugel. Okay, ist das jetzt ein Standoff? Willst du mich weiter angucken? Sind wir hier im Wilden Westen? Scheiße. Sollen wir uns umdrehen? Und drei Schritte nach vorn. Eins. Zwei. Drei. Und ich schieße. Da ist plötzlich noch ein zweiter aufgetaucht. Wo kommt der denn her? Wie soll ich denn da dran vorbei? Ich muss gleich laufen. Ich hab sonst nichts. Ich laufe! Und sie fasst mich natürlich an! Liege! Du darfst mich nicht anfassen! Das ist nicht für beim. Das steht nicht im Gesetz drin, dass du das darfst. Alles gegen das Gesetz. Und du fässt mich auch nicht an. Nein? Oh Gott, sieht das schlimmer aus als eben? Nein! Ich gehe hier rein. Okay. Hier geht's uns gut. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Alles entspannt. Keine Probleme. Ein bisschen Schießpulver, das ist gut. Ich hoffe, wir finden noch was. Ich bin froh, dass wir wieder hier sind. Ich fühle mich hier wohler als unten. Erst recht mit den Hunden, die wir vorher hatten. Oh. Okay, okay, das müssen wir... Ich hab's nicht dabei, ne? Nee. Verdammt. Jetzt müsste ich zurückgehen, aber ich will nicht zurückgehen wegen... Wegen den Zombies und wir haben ja keinen... Wir haben nicht wirklich was, um uns zu wehren. Da kamen wir nicht raus, ne? Nee. Wie war das hier? Wir mussten hier hinten lang und dann nach oben gehen. Und dann konnten wir wieder. Ja, ja, schlag du mal dagegen. Ist in Ordnung. Oh, hier brennt das immer noch. Kein Wunder, dass die ganzen Zombies herkommen. Der Feueralarm klingelt immer noch. Warum war das eigentlich nicht eine Mission, das auszuschalten? Das wäre doch viel schlauer, den auszuschalten. Ist doch viel zu laut. Das lockt doch alle Zombies im Umkreis an, oder nicht? Und wir könnten jetzt zu der Tür gehen. Wir haben jetzt den Schlüssel. Die können wir aufmachen. Und wir können einmal gucken, ob unser Freund da noch liegt. Ey, er sitzt da noch. Lebst du noch oder bist du ganz tot mittlerweile? Oh nein. Marvin! Oh nein. Oh, ich kann ihn nicht mal erlösen. Verdammt. Ich hab nichts. Oh Marvin, es tut mir leid. Ach man, nur Marvin. Oh, es war klar, dass er sich irgendwann verwandelt, aber... Oh, nee. Das hat er nicht verdient, dieses Ende. Ach Gottchen. Lasst mich doch alle in Ruhe. So, hier war das. Ich hoffe, wir kriegen ein bisschen mehr Munition. Und ich hoffe, wir haben genug, um... Ja, ich möchte genug bekommen, hauptsächlich, um Marvin erlösen zu können. Oh, hier ist noch was. Was ist das? Ach, sieht das ein tragbarer Tresor. Kann ich ihn einmal bitte untersuchen?